Christos. In dem Wort Antichristos. So steht das da im griechischen Text. Christos heißt Messias auf Griechisch. Der Gesalbte und gemeint ist der verheißene Erlöser, der König, Priester und Prophet in einer Person sein wird. Nun, Antichristos heißt der, der gegen den Christus ist. Also der Feind. So hat man das auch in den hebräischen Übersetzungen des Neuen Testaments, hat man das übersetzt mit Zar Mashiach. Es gibt das Wort Anti, gibt es auf Hebräisch nicht. Da hat man übersetzt Zar Mashiach, das heißt Feind des Messias. Oder Zorer Mashiach, der so feindlich gegen den Messias ist. Das übersetzt, diese erste bedeutet auch anstelle von. Zum Beispiel in Matthäus 2, wo Herodes der Große beschrieben wird, wie er, der Kindermörder von Bethlehem, gestorben war. Und dann wurde sein Sohn, also einer seiner Söhne, an seiner Stadt König. Und an seiner Stadt im Griechischen ist Anti. Anstelle von. Und darum kann Antichristos, Antichrist auch bedeuten, der, der sich an die Stelle des Christus, des Messias, setzt. Also der anstatt Messias. Der, der sich ausgibt, er sei der verheißene Erlöser. Es ist ganz wichtig, dass man diese beiden Bedeutungen festhält. Und nun, Johannes sagt hier, Kindlein. Ich weiß, in manchen Übersetzungen steht da nur Kinder. Aber es ist effektiv